Migridi, ich bin immer auch richtig gut. Ja. Also ich muss sagen, ich feiere das Spiel immer noch. Es hat mir schon damals gefallen. Jetzt muss ich sagen, ich rush ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe damals auch die Nähmission, also die beim Erkunden immer alles mitgemacht. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ist ein bisschen länger her. Ich bin immer noch richtig, das ist schön. Normalerweise laufen wir nach Jerusalem häufiger. Ja, also ich muss schon sagen, das Spiel macht Spaß und bei Black Flag, du weißt jetzt nicht, wie ich es mache. Ich glaube, ich habe damals allerdings die CD-Version von Luperus, ich weiß gar nicht mehr, wie er sich jetzt heutzutage mit seinem Pseudonym nennt. Ich habe auf jeden Fall damit seine CD Steam frei... Nee, Moment mal. Die Assassin's Creed-Version habe ich sogar hier stehen. Die CD-Version habe ich hier stehen. Ich habe überlegt, sie mir von ihm auszuleihen, habe sie mir dann aber selbst geholt, weil ich sie mir nicht ausleihen wollte. Hat mir das Spiel dann irgendwann nochmal zusätzlich auf Uplay geholt, weil ich vergessen habe, dass ich sie auf CD habe, weil ich die CD verlegt hatte. Ich habe sie aber wiedergefunden, glaube ich. Ich glaube, ich habe die irgendwo in einem der Regale stehen. Auf jeden Fall, ich habe mir die dann nochmal über Uplay geholt und dann, weil es halt eben mit einem anderen Assassin's Creed-Spiel hier auf Steam im Angebot war, habe ich es mir da dann nochmal mit dazu geholt. Also ich habe... Das ist eins der Spiele, die ich sogar dreimal habe, wie Stronghold Crusader. Das habe ich auch irgendwie 4-5 Mal. Wo ich mich auch langsam frage, warum? Willkommen in Jerusalem. Wer kann mir sagen, warum wir hier noch arabische Streitkräfte haben? Ganz einfach. Wären hier die arabischen Streitkräfte schon weg und hätten wir hier Kreuzritter, wäre der Kreuzzug zu Ende. Wir spielen hier zur Zeit des dritten Kreuzzugs. Der Kreuzzug wurde angeführt von Richard Löwenherz, dem guten Engländer. Ja, und wir wissen alle, wie der Kreuzzug ausgegangen ist. Er hat, im Groben, hat er verloren. So viel nehme ich mal vorweg. Richard Löwenherz hat seinen Kreuzzug verloren. Salahuddin oder Salah al-Din. Ist auch so eine Sache, ich weiß nicht, wie man den Namen jetzt richtig ausspricht. Hier im Spiel hat er zwei Sprachweisen, dann hat er nochmal eine andere Sprachweise in einem Film und in Stronghold Crusader wurde auch nochmal anders ausgesprochen. Ich kenne ihn jetzt als Salah al-Din, Salahuddin und Saladin. Ne, also das sind drei unterschiedliche Ausspruchsweisen, das heißt immer Saladin in gewisser Weise. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es jetzt Salahuddin, Salah al-Din oder Saladin ist. Ne, dieses... Einmal dieses Salah al-Din, wo ich mich frage, so, ja, ey, super, das A nochmal so extra betonen, das bringt's bestimmt. Salahuddin, da denke ich mir auch so, ja, super, aus dem A wird jetzt ein O. Und Saladin. Ne, wo ich mir auch denke, so, ja, das ist so die deutsche Sprachweise, weil es heißt Saladin, wie er geschrieben wird, und es wird Saladin gesprochen. Top, denke ich mir da immer. Da hat sich jemand informiert. Ja, das ist halt eben so eine Sache. Da streiten sich Gemüter. Deswegen, ich komme mit allen drei Sprachweisen klar. Und ich weiß nicht, welche davon die richtige ist. Es ist kompliziert. Es ist halt schon länger her. Das heißt, man kann jetzt nicht persönlich zu ihm hingehen und sagen, ey, Digga! Ey, wie spricht man deinen Namen eigentlich richtig aus? Das funktioniert leider nicht. Würde ich echt gerne machen. Vor allen Dingen, da ich Saladin immer besser fand, oder Salahuddin oder Salah al-Din, immer besser fand als Richard Löwenherz. Richard Löwenherz war, als ich angefangen habe, mich fürs Mittelalter zu interessieren, habe ich ein Kreuzritter-Tagebuch mal gelesen. Und dann habe ich mich einfach ein bisschen schlau gemacht und ich dachte mir immer so, pff, krass, ja. Richard Löwenherz war in meinen Augen damals immer der krasse Dude. Dann habe ich mir gedacht, so gut. Mein Geschichtslehrer, der in meiner Schule, also den ich damals dann hatte, als wir die Kreuzzüge hatten, der war jetzt nicht so die Granate in Geschichte. Mein Beileid, das war mein Sportlehrer auch und es tut mir sehr leid, der kompetenter Lehrer. Auf gar keinen Fall will ich das anzweifeln. Er war super in Sport, er war auch nicht schlecht in Geschichte, also er wusste einiges. Nur von der Klasse hat er sich so sehr ablenken lassen und dann ging es um Fußball, während wir eigentlich Geschichtsunterricht hatten. Und da dachte ich mir so, ey Leute, ich will Geschichte, nicht Fußball. Ne, und deswegen, geschichtstechnisch habe ich mich dann irgendwann angefangen selbst zu bilden.
Ja, und dann hatte ich einfach hier meine Kreuzritter, dann habe ich mich einfach über richtig Löwenherz schlau gemacht. Sein Bruder war ja eine noch größere Niete. Wo, als ich das erfahren habe, ich dachte, ey, kriegt der Löwenherz hat richtig krassen Scheiß. Und dann, ja, draufgegangen, weil eine Wunde sich entzündet hat durch einen Armbrustbolzen, als er über eine Burgmauer spaziert ist, wo ich mir denke so, wow, Lauch. Hat sich gefangen nehmen lassen, muss sich von seiner Mutti befreien lassen, wo ich mir denke so, Lauch. Und ja, deswegen, Saladin, der hat bei mir immer mehr abgebaut. Nicht Saladin, Richard Löwen hat es immer mehr abgebaut und dann habe ich mich... Halt eben, weil ich die Kreuzzüge immer interessant fand, weil da passierte einfach immer mehr, habe ich mich da schlau gemacht und ja, und ja, da muss ich sagen, das, ich, ja, ich lasse ihn mal eben nebenbei labern und rede rüber. Also ich muss tatsächlich sagen, Saladin, der hat mir dann immer mehr gefallen, weil der Kerl hatte Ahnung, der war Stratege, der war brillant, der war klug, der konnte die Mauer halten, also der wusste, was er tat. Und hier, Jerusalem und Umgebung, das ist ja, wie wir alle wissen, so mehr heiß und Wüste. Also, eher unschöne Ecke, so zum Wohnen. Ne, und was hat Saladin? Der hatte tatsächlich die Eis in der Wüste. Vor allen Dingen, oh, jetzt lassen wir mal reden. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet sein Werk nicht zunichte machen. Das könnt ihr nicht. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht. Aber nicht für euch. Wir wissen, warum die nach Akkon geschickt werden. Auf jeden Fall. Richard Löwenherz, unser krasser Dude, der von irgendwie fast allen geliebt wurde. Der auch so männlich und voller Tatendrang war, dass man ihm ja den Beinamen Löwenherz gegeben hat. Hatte eine Erkältung, also hatte Grippe, Fieber. Der ist krank geworden in Jerusalem, also während der Geschichte dort. Richard, also Saladin hat ihm Eis gebracht, damit er gesund wird, weil er meinte, das ist ein Kerl, der hat es verdient, der gehört zu den Leuten, vor denen er Respekt hat. Deswegen, ja, krass, und ich denke mir so, ja, das ist Saladin, der hatte in der verkackten Wüste Eis und gibt's auch noch dem Feind, weil er sich denkt, warum nicht, wo ich mir jetzt denke... Digga, dein Feind krepiert fast, weil er doof ist und du hilfst ihm auch noch, weil du ein netter Kerl bist. Deswegen, wie schon gesagt, ich hab riesen Respekt vor dem Kerl. Vor allen Dingen, er war ein Stratege sondergleichen. Und das war... Na, und deswegen, da muss ich sagen, ich... Feier sowas. Also Leute, die Ahnung haben, die haben meinen Respekt verdient. Na und deswegen Salahuddin, den feiere ich einfach richtig. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so... Nur so als kleiner Funfact. Ich werde Ihnen diese Geschichte erzählen. Ein Funfact, den ich jetzt sehr ausgeschweift habe. Weil ich einfach gerade nicht so viel zu erzählen habe. Ja, ich wollte eigentlich den nächsten Turm erobern, also hochklettern, in der Hoffnung, da dann noch eine Mission zu finden, damit ich unseren kleinen Kumpel hier glücklich machen kann, von wegen, ja, hey, Dude! Oh, seriously? Nee, der Hut, Hilfe. Sowas mag ich nicht. Der Turm, den ich zu erklimmen habe, ist jenseits dieser Mauer. Das... Ach, zum Glück komme ich da hinten rum.
Hoffe ich. Ja, ich scheine hier rumzukommen. Das ist schön. Ah, da haben wir so direkt den Turm vor mir. Das ist ja noch schöner. Die Wache da stört mich. Aber hat das jetzt die Wache gesagt, die ich gerade getötet habe mit unser Leben ist verwirkt? Wenn ja, das war dann ein bisschen... Da hätte man auch einfach die Thronspur abbrechen können, wenn das passiert, finde ich. Aber das Spiel ist von 2007. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Während einer der längeren Cutscenes, ich glaube bei Al-Mualim, in Masyaf bei Mualim, da habe ich eben nachgeguckt. So. Und das Spiel ist von 2007, also da darf man sich solche Patzer noch erlauben. Scheiße, das ist jetzt über 10 Jahre her. Das Spiel ist jetzt 11 Jahre alt. Wow, nicht Let's Plays. Können wir ja schon fast als Retro ansehen. Na gut, Retro wäre, wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel von... Boah, Alter. Ja, welches Spiel kann man jetzt als Retro ansehen? Tomb Raider 2, 1, 3, 4. Also jetzt nicht die Scheiße mit der hochgestylten Bogenschützin, deren Haar im Wind weht, sondern die alte... Der alten Vierecksdame, die noch richtig was auf dem Kerbholz hatte. Und nicht so billig mit ihrem Bogen durch die Pampa rannte. Ja, ich weiß, ihr nutzt so aktuell sehr die hart klingenden Laute wie P's und B's. Weil, und ich betone die auch extra stark. Keine Ahnung warum, ich finde das lustig. Das ist so meine Art. Na, ihr habt hier mit eingeschaltet und ja. Im Prinzip ist das eure Schuld. Ich weiß auch nicht warum. Gilt die Kirche da als der Ausguck? Also die Goldene Dach-Moschee. Die Moschee mit Kreuz. Ich habe neben dir gerade einen Kumpel platt gemacht und dich interessiert es nicht, die Bohne. So, und weg ist er. Und wieder aufgeräumt. Ganz entspannt und ruhig läuft das hier. Ganz entspannt und ruhig. Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. Wow. Das nenne ich mal Hilfe. Hilfsbereite Bürger. Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. So nette Leute hier. Okay, ich komme da gerade irgendwie nicht hoch. Falsche Taste. Keine Ahnung, warum ich gerade die falsche Taste erwischt habe. Wenn das so weitergeht, habe ich hier gleich alle aufgeräumt. Also dann habe ich echt hier alle aufgeräumt. Junge, nicht da so doof abspringen. Einfach da. Du kannst dich da echt nirgendwo gleich. Ich fass das nicht. Warum kann ich denn da jetzt nicht aufs Dach hoch? So, danke. Wie konnte das passieren? Wer könnte das getan haben? So, endlich. Ich brauch doch länger als gedacht, merke ich gerade. Ich habe beim letzten Mal ein bisschen mehr mit der Technik rumhakeln müssen, weil das nicht immer so wollte, wie ich das wollte, aber... Ne, und jetzt, wo die Technik besser läuft, brauche ich aber trotzdem genauso lange wie beim letzten Mal. Ich habe beim letzten Mal 3 Stunden gebraucht für die Typen hier, die ich jetzt alle habe. Und ich bin jetzt auch schon wieder bei 3 Stunden. Fast, also in 15 Minuten habe ich die 3 Stunden auch wieder voll und ja, geil, ich habe genauso viel Fortschritt.